Sollte der Linien- oder der Schulbus, wie in diesem Beispiel, aber hier mitten auf der Straße stehen bleiben an der Bushaltestelle. Also ihr könnt ja sehen, hier gibt es keine Haltebucht, so wie auf der anderen Straßenseite. Ist meine Empfehlung, immer dahinter zu warten, denn normalerweise dauert der Fahrgastwechsel 10 bis 15 Sekunden. Danach fährt der Bus weiter. Und diese Zeit haben wir immer, vor allen Dingen in unserer Prüfung.